Kapitel 5 Wahrsagerei aus islamischer Sicht. Wie im vorherigen Kapitel schon erwähnt, behaupten manche Menschen, Wissen über das Verborgene und die Zukunft zu besitzen. Sie sind unter verschiedenen Namen bekannt, wie zum Beispiel Wahrsager, Weissager, Seher, Magier, Astrologe, Handleser etc. Wahrsager benutzen verschiedene Methoden und Medien, von denen sie behaupten, dass sie ihnen ihre Informationen entlocken, so zum Beispiel Teeblätter lesen, Linien zeichnen, Zahlen schreiben, Handlesen, Horoskope erstellen, in Kristallkugeln schauen, Knochen werfen, Stöckchen werfen, etc. Dieses Kapitel handelt von den verschiedenen Arten der Wahrsagerei, mit Ausnahme der Magie, die im nächsten Kapitel gesondert erörtert wird. Praktiker des Okkultismus, die von sich behaupten, das Verborgene offenbaren und die Zukunft vorhersagen zu können, kann man in zwei Hauptkategorien unterteilen. Erstens, diejenigen Personen, die kein tatsächliches Wissen haben und auch keine Geheimnisse kennen, sondern sich damit begnügen, ihren Kunden allgemeine Vorkommnisse zu berichten, die sich im Leben der meisten Leute ereignen. Oft vollziehen sie zunächst eine Serie von bedeutungslosen Riten und stellen danach ratend eine allgemeine Vermutung auf. Manche ihrer Vermutungen stimmen, aufgrund ihrer Allgemeinheit, auch mit der Realität überein. Viele Leute neigen dazu, sich eher an die wenigen zutreffenden Vorhersagen zu erinnern und die vielen anderen, unzutreffenden, dabei schnell zu vergessen. Das rührt daher, dass nach einer gewissen Zeit alle Vorhersagen halb vergessen im Unterbewusstsein schlummern, bis etwas geschieht, das sie ins Gedächtnis zurückruft. In Nordamerika war es beispielsweise üblich, zu Beginn jedes Jahres die Vorhersagen verschiedener berühmter Wahrsager zu veröffentlichen. Bei einem Überblick über die verschiedenen Vorhersagen für das Jahr 1980 stellte man fest, dass der exakteste von allen Wahrsagern mit seinen Vorhersagen nur zu 24% richtig lag. Zweitens. Die zweite Gruppe sind diejenigen, die Kontakt mit den Dschinn aufgenommen haben. Diese Gruppe ist von größter Bedeutung, da hier die schwere Sünde des Schirk mit im Spiel ist und da die Leute, die damit zu tun haben, relativ genaue Informationen abgeben können und somit eine echte Fitna, also eine Versuchung, für Muslime und Nichtmuslime darstellen.